Mau, mau, mau. Was ist denn? Wir gewinnen erstmal eine Runde schlafen gehen. Wie es weitergeht, sehen Sie in der nächsten Folge von. Sehr gute Norseid, schlechte Norseid. Oh. Und Schüsse. Ja, wir ballern Bullen im Jubiläum. Okay, ab und zu passiert das. Ich nicht, ne? Wo bist du? Wo ist der? Das will ich mir angucken. Da steht er, da steht er, da steht er, da oben. So, hier. Schrei was macht der? Schrei, nein, klau sie dir. Klauen! Nein, nicht schreien! Sag dir, das ist ein OG-Call! Oh, stark, ich lass dir jetzt hier Nein! Oh nein! Das ist doch nicht sein Ernst. Hat der eiskalt die Hundehütte geklaut? Yeah. Aha. Oh ja. Yeah. Was? Yeah. Du musst deine Maske wieder anziehen, dann klappt das bei dir wieder. Oh. Du sagst jeden Tag, aha, Digga, fahre durch die City mit meinem Motherfucking Jugendlad, kleine Bitte. Guckst du mich mal wieder an, wenn ich fahre, mal schreiben mal Start, ey. Ja, ich mach mir einen Schnauzer, Bitch. Fahr zu mir, die du Bitch, ey. Fahr ich wieder lang, Mann, baller mit dem Ballermann, alle gleich mal weg, ey. Komm, das ist die Uhr zu und zieh, nein. Schießen wir wieder bleibt. Bra, bra! Ja, nee, keine Ahnung. Heute ist heute ein guter Tag. Ich hab richtig gute Laune, Mann. Das ist ein Tatsache gemeint, Alter. Was los? Alter, ich weiß. Sieht aus wie so ein fieser Mafiosi, ey. Guck mich mal an. Du hast mich das letzte Mal enttäuscht. Das war safe Steckdose. Double T, wer ist gestern gerne mit dem BMX gefahren? Ja, aber ich hab mich nur gemault. Double T, komm her, komm zu mir kurz. Ja, ja, erzähl. Du hast Sachen gemacht, die Familie nicht verzeihen kann, ne? Und deswegen sage ich dir, dass die Mischung, die ich mache, ein Familienrezept ist, du weißt. Du wirst heute Abend bei den Haien schlafen, ne? Dann wird dir keiner mehr helfen können, Bibili Babili Bubili. Du weißt, eh? Spaghetti. Performance. Kommst du da mit Gang okay. Gang? Ja, warte mal. Ich glaube, ich stelle mich jetzt einfach so vor, dass die Leute mich nicht erkennen. Wenn ich beim Casino irgendwas mache, sag ich so. Mein Name da ist der Ricardo. Ricardo. Okay. warte mal. Privet, was geht? Habu. Alter, ich so eine Assi-Stimme. Ey, Bruder, was geht? Grüß dich in deine Schmied, Bruder. Ich bin hier mit euer Bruder, Mann. Du brauchst ein Bier, Bruder, ja, Mann. Kriegst du schon voll, Bruder, pack ich dir mal ein. Ich hab auch noch einen Whisky da. Bruder, ich bin happy, denn heute mach ich Profis von jeden Tag, jeden Tag. Ja, fahr raus durch die City in dem Jupiter, Bruder, du guckst mich wieder an. Bruder, du guckst mich wieder an. Das war gut. Oh Gott. Und breit, los geht's. Oh, oh. Ah, Mann, ey, jetzt geht der Scheiß wieder. Ja, mach den Mist mal aus! Nimm jetzt nicht mehr schneller! Kündigst du den Scheiß hier? Ja, was ist denn los hier? Ich möchte doch nur einen Cookie haben. Ich zieh die auch nicht weiter. Ich zieh die jetzt. Nein, das ist nicht die richtige gewesen. Ja, welche ist denn das? Schwarze, ja, ich weiß nicht, das ist so ein Scheißkasten, wo die Dinger drin sind. Ja, ich stehe hier vor dem Scheißkasten. Du machst jetzt sofort die Scheißversicherung. Ja, hier ist eine rote Sicherung. Was ist denn das für ein Ja, das ist ein Scheiß-Raubding, was du rauskriegen musst da hinten. Ja, so kann ich mich nicht konzentrieren. Ich glaube, das war die jetzt. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich bin hier Kissen am Schleppen. Ja, was wollen Sie denn jetzt? Ich will einen Snickers, Mann, jetzt beeil dich mal. Ja, beruhigen Sie sich da mal. Ich kann nach vorne nicht ich kann mich nicht beruhigen, Mann. Mann, du weißt es nicht, was nehmen. Kommt ja, Mann. Ich rauch doch Shisha.
Nee, Zigaretten, ich zieh dich hier gleich aus dem Laden, wirklich. Ja, was denn jetzt? Mach mal hin. Bleiben Sie mal ruhig da hinten, bitte. Bleiben Sie mal ruhig da hinten. Ich raste aus, Mann. Bleiben Sie mal ruhig. Der macht gleich die ganze Einrichtung kaputt. Wir können natürlich auch ein neues Angebot machen. Wir haben auch eine Kiste Pisswasser für 8,29 Dollar momentan im Angebot. Das hört sich gut an. Ja. Ich brauch Luft. Ich brauch Luft, Mann. Ja, also, ne? So, da haben wir ihn vertrieben, so. So kann man also, noch also, wir haben natürlich auch noch guten Angebot. Das hört sich gut an, ja. Ich brauch Luft. Ich brauch Luft, Mann. Ja, also, ne? So, da haben wir ihn vertrieben, so. So kann man also, noch also, wir haben natürlich auch noch guten Whisky hier stehen, von einer Price Range von, sagen wir um den Dreh, 17,75 Dollar bis zu auch 40 Dollar. Nein, Mann, verpiss dich jetzt von dir, Mann. Bleiben Sie mal ganz ruhig, denn. Du verpiss dich jetzt von hier, los. Mein Gott, lange mache ich die Scheiße hier nicht. Jetzt auch da vorne rumschmecken, dann kündige ich dich direkt. Ach, hier haben Sie ja auch noch was im Regal. Was haben Sie denn da Feines? Warte, Vielleicht lassen Sie doch einfach mal. Aha. Was füllen Sie denn da Erdbeben auf, Mann? Füllen Sie meine Snickers wenigstens auf? Nein, mach ich nicht. Mann, Junge. Jetzt sei mal freundlicher zum Kunden da vorne. Lass ich dich mal lernen, wie das genau, ist hier zu arbeiten. Genau, sei mal freundlicher, Mann. Sind wir schon beim Du, ja? Natürlich. Aha, okay. Das ist Dreck hier. Weißt du, das kannst du dir mein ja nicht anmerken, Gott, den Scheiß. Ey. Diese Arbeitsbedingungen, das zu einem scheiß Mindestlohn. Ja, ich glaube, ich dreh durch. Besser als ich werde dich nicht so an. Mein Gott, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ja. Es gibt einfach zu viel Dann Auswahl. Kauf beides oder alles. Kaufst du doch einfach alles. Du kannst auch gerne den Laden leer kaufen. Alles? Kann wenigstens den Typen da rechts neben ihn rausschmeißen. Hey, Junge, Mann, das gehen. Ist Steven, Alter. Den kenn ich doch. Mein Alter, Gott, ey. Jetzt was ist denn das? Noch ja, was schiebe ich denn? Jetzt ist Schokolade. Oh, kümmer dich mal drum. Aber der Riga sieht auch lecker aus. Blau. Ja, ich zieh jetzt die scheiß Sicherung raus da hinten. Ja, ich nehme Warum wollen wir rausgehen? Das ist unser Laden. Mach die Sicherung jetzt raus, kein Techniker. Ja, ich weiß nicht, doch das kann doch nicht wahr sein. Ja, also dieser Kasse gefällt mir gar nicht. Ja, das ist nicht die richtige. Welche ist denn das, Mann? Ja, die linke. Ja, ich zieh die Scheiße aus. Ja, das ist zu laut. Komm, die linke. Ja, siehst du an. Das wird sich auch... Ah. Mein Gott, jetzt bin ich scheiße. Jetzt seien Sie doch mal ruhig mit den Snickers. Lass uns erst mit den Herrn Vorsicht da jetzt mal bestellen da. So. Hast du jetzt eine Flasche fallen lassen? Nein, hab ich nicht. Oh, das nicht hab ich mal gehört. Flasche fallen lassen. Ja, ist ja okay. Mein Gott. Das hab ich gehört. So, was wollen Sie jetzt? Ego Chaser, irgendwelche Kippen, irgendwas anderes. Der Mann hinter Ihnen will auch noch was. Ah, nee, mein Chef dreht uns durch, wenn ich will hier nicht reintrage. Sie merken ja, wie der ist. Vordringen geht hier nicht, ne? Ihr müsst euch genauso wie die anderen anstellen. Oder doch lieber das schmeckt alles super. Aber Sie kaufen mir einen Spezialpreis. Ja, da kriegt man immer so Kieferschmerzen. Ich bin der Besitzer, das ist richtig, ja. Wir wurden hier gerufen wegen einem Alarm. Ja, haben Sie gerade gehört, das ist. Ich habe neun. Jamal bewegt den Arsch wieder nach vorne! Oh. Nix, oh, nicht meckern! Was ist dran bei uns am Safe da und da meinte er, dass er mal vielleicht irgendwie blöd eine Flasche drauf fallen lassen muss. Ja. Sie wissen, jetzt stell dich nicht hier nach vorne, ich habe gesagt, hier sind nur die wichtigen Leute! Oh. Mann. Ja, Mann, nicht. Ich muss nach Hause fahren, Mann. Das gibt's doch nicht. So, warte, also, ich bin gleich für Sie da. Warte mal. Nehmen Sie sich doch jetzt einfach mal einen Ego-Chaser oder Earthquakes. Ja, das ja, nehmen Sie doch, davon das. Das sieht lecker aus. Perfekt, 2,50 Dollar und dann lassen Sie den Händler okay, sich ja, dran. Nämlich den ganzen Kram hier schon. Ja, bitte schön. Danke schön. Jo, danke. Ich halte es hier nicht mehr aus, Mann. So, da eine will. Komm, du kriegst deinen Schokoriegel. Komm, mit den Kisten, die müssen wieder voll sein, wenn wir morgen. Ja, ich weiß, ich beeil mich. Wann wurden das letzte Mal hier gewischt? Jetzt verziehen Sie sich hier. Ja, raus hier jetzt. Mein Gott. Jamal, schmeiß sie mal raus. Ja, ich ist gerade schwierig. Was wollen Sie jetzt? Wir haben keine Snickers, Mann. Was denken Sie, wo wir hier sind? Der Herr im Anzug, bitte einmal den Laden verlassen. Sie wollen mich verarschen, oder? Nein, aber ich kann Ihnen da was empfehlen. Das ist einfach ganz einfach. Nächstes Mal empfehle ich Ihnen, sich schneller zu entscheiden. Ich will Sie jetzt nicht verarschen. Also ja, Sie können hier nicht die ganze Kundschaft aufhalten. Das geht so nicht, ja? Ich kann Ihnen gerne ein Angebot. Sie nehmen zwei, bezahlen drei und Sie auch weg. Nächstes Mal vorher entscheiden, ja? Sie können hier nicht die ganze Kundschaft aufhalten. Ich bezahle null und nehme alle drei. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. So machen wir das hier nicht. Ich hoffe auch wiederkehrenden Besuch, ja? Wollen Sie mich jetzt hier irgendwie Sie haben gesagt, Sie haben hinter der Theke einen Snickers. Sie haben mich verarscht. Sie sind mir was... Jamal? Ja? Ja, ne? Stehen verbraucht auch Zeit. Auf geht's. Ja, ich muss gerade den Kunden betreuen. Kunden betreuen, ey, so. Jetzt, was wollen... Nehmen Sie doch irgendwas anderes jetzt so, ja? Ich will dir das gleich geklärt haben. Was haben Sie denn so ähnliches wie ein Snicker? Ja, ein Earthquake oder was kann ich noch empfehlen? Hier, dieser Zebra-Bara da, so ein Kack haben wir alles hier. Süßkram, fertig.
Wenn du nochmal was fallen lässt, weißt du, wie es ist. Die Kühlschränke da müssen auch noch aufgefüllt werden. Ja, ich bin noch dabei. Oder so, Mann. Was haben wir hier nicht? Wir haben hier nur Alkohol. Hey, willst du mich verarschen? Was habt ihr überhaupt? Ja, Bier. Whisky, Wodka. Gib mir einen Jägermeister. Hast du einen Jägermeister? Nee, Jägermeister haben wir auch nicht. Ich kann sagen, ich hab Cookies. Also, nee, ich hab keinen Bock mehr. Oh mein Gott, ja, was für eine ficke Kunde. Entschuldigung, sag, was kann ich für Sie? Läuft doch alles unter ein Ding hier. Ja, aber nicht der Alarm, sicherlich. Ja, das ist ja ein Sicherheitssystem. Jamal, jetzt beeil dich, dann holen wir einen Rander an der Leitung. Ja, warte. Nicht, dass wir jetzt hier 10 Mal am Tag anfahren, weil sie da jetzt Forst drin wegen der Tollpatschigkeit von meinem alten Mitarbeiter, sag ich mal, da hinten. Ja, dann müssen wie sie alt? Da mal ja, den Herrn vielleicht so in Urlaub schicken. Jamal, ich kümmere mich später. Nee, Jamal, du bist gekündigt, verpiss dich, komm. Wie, ich bin Beweg deinen Arsch hier raus, Mann, sonst kriegst du deine 5 Dollar in der Stunde gar nicht mehr. Also hatte ich das nicht gemeint, der Herr. Ja, jetzt haben sie es aber gemacht, haben sie selber schuld. Haben Sie zufälligerweise einen Cock gesehen in den letzten Tagen? Mich nervt diese alte Dame hier den jeden Tag, weil sie ihren scheiß Cock nicht findet. Ja, gucken Sie mal hinter sich da an der Wand, da, der wird schon seit Tagen vermisst hier in der Gegend. Ja. Haben Sie da was gesehen? Ein Lost Cock. Warum sind Sie jetzt so ruhig? Vielleicht hätten Sie mir ja dabei helfen können. Hallo? Sie sind sprachlos gerade. Ja, gucken Sie mal, da wird er so ein bisschen beschrieben hinter Ihnen an der Wand. Warten Sie mal hier, ich habe gerade kurz 6. Was ja, und ich habe einen Lost Cock gerade. Ja, tun Sie mir. Der Cock, wir hätten das aufgehangen da hinten. Ja, das ist so eine Dame mit ihrer scheiß Hippie-Hose. Ich meine so, oh, ich habe meinen Cock verloren, ich finde den nicht mehr. Ich sag mir nicht mal der Wohlfahrt! Mein Gott, ey. Herr Müller, können Sie mir nicht noch eine Chance geben? Okay, ja gut. Bitte. Dann räum die Flaschen ein. Ja, mach ich. Macht jetzt 4,50 Dollar die Stunde, damit du es weißt, ne? Hast du ganz schön gut runtergearbeitet. Ja, ist okay. Vernünftige Leute, ey. Das ist nur eine Chance, ey. Weißt du, das Kaugummi ziehe ich dir auch ab, Alter. Entschuldigung, so. Sie müssen sich vielleicht mal sich einen Ausgleich suchen. Sie sind ein bisschen sehr gereizt. Ausgleich suchen? Also, kann ich vielleicht einen Kopf suchen gehen? Fang dann mal an zu saufen, wenn dann so lassen Sie nicht jeden hier reinkommen und irgendwelche Zettel aufhängen. Gucken Sie mal an die Wand hinter sich. Was meinen Sie, was hier für Leute Zettel aufhängen? Einmal da, die Cocks, ja? Und da, andere Sachen. Sie wissen nicht, wie umständlich das ist. Durch diese Dinger kriege ich wenigstens 5 Dollar mehr ran, damit ich tollpatsche, wie ich ihn bezahlen muss. Das ist alles nichts mehr für mich. Wir wissen gar nicht, wie schwer das ist, hier als Einzelhändler da irgendwie mal was aufzubauen. Noch am Arsch der Welt. Ja. Wissen Sie, hier sind 2 andere oder 3 andere Shops in der Nähe. Ja? Die laufen besser. Weil die hier das schön Duschesbier haben, ja? Und ich hier meistens eigentlich das Pisswasser verkaufe, ja, muss ich mir anhören, dass ich hier minderwertige Ware habe. Meinen Sie, wie ja, das stellen Sie da um. Das ist so teuer, wir haben kein Geld dafür. Das geht ja nicht, ich krieg meinen Bestand ja gar nicht weg. Wissen Sie, dass ich eigentlich schon Aufpreis auf den Whisky nehmen kann? Der ist seit gefühlt 65 Jahren gereift da drin. Oh, Mann. Ich hab schon mal versucht, eine Bierflasche rauszunehmen aus dem Kielfach. Entschuldigung, ich muss mal kurz. Okay, dann tun Sie mir wenigstens noch den Gefallen. Denken Sie dran mit dem Elektriker, dass ja, das da hier nicht der Alarm nochmal losgeht, weil das sieht mir jetzt auch nicht mehr so gut aus mit der Anlage. Da denken wir schon dran, keine Sorge. Okay. Alles gut. Prima, dann wünschen wir Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag und einen ruhigen Tag. Mhm. Und wenn was sein sollte, rufen Sie durch. Wie gesagt, Sie sind jetzt ohne Alarm. Also wir kriegen das nicht vorzeitig irgendwie gemeldet, also ich merke das ja, nee, auf Ihre Verantwortung, nicht. Wenn Sie den Laden jetzt hier betreiben und hier sollte dann trotzdem irgendwie ein Notruf kommen, dann Jamal, guck mal eben, ob der Sicherungskasten noch da hinten geht, guck mal, ob da alles noch funktioniert ist, ja? Ja, der geht noch. Jeder jetzt hier nur, guck nochmal. Ja, okay. Nicht, dass das Alarm wieder losgeht, ne? Nicht, dass der Scheiße wieder losgeht. Ja, ich hab den Elektriker schon gerufen, der hat heute den Termin mit. Jetzt beweg deinen Arsch und guck, ob du den richtig zumachen kannst. Ja, Z jetzt! Mein Gott, ey. Ich sehe schon, kommt, dass er wieder drankommt in den Knopf. Ich krieg da ein bisschen so. Oh. Okay. Jamal, mach den Scheiß noch fertig, Mann! Profis holen. Ja, das geht nicht, Mann. Ich hab keinen Bock mehr. Du musst doch einfach nur das Ding da rausziehen. Ja. Wir müssen uns drum kümmern. Okay, wenn sonst nichts weiter ist, dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, und ich Ihnen auch. Viel Erfolg bei dem Elektrikproblem. Alles klar. Gott, ey, hier haben wir Scheißdreck mal den verfickten Kack. Mein Gott, ey, jetzt mach die Kisten da fertig, Mann. Ja. Bitte. Ich bin dabei, Herr Müller. Bitte hetzen Sie mich doch nicht so. Top Notch.